Guten Morgen. Ich weiß nicht, wie spät es bei euch gerade ist. Bei mir ist es gerade Morgen. Der Wind pfeift so ein bisschen vom Fenster. Ich habe mir ein Käffchen gemacht und ich will euch was erzählen. Heute soll es um Bildung gehen. Bevor ich aber so richtig anfange, möchte ich euch einladen zu einer kurzen Zeitreise in meine Kindheit, in meine Schulzeit. Der Herr, den wir hier sehen, das soll Kolumbus sein. Und über den habe ich so einiges gelernt in der Schule, unter anderem, dass er die Ureinwohner Amerikas Indianer nannte, weil er glaubte, in Indien zu sein. Ich habe das so gehört und ich habe ungläubig nach vorne gestarrt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welcher Lehrer, welche Lehrerin mir das damals erzählt hat. Ich habe auch nicht diese lehrende Person angestarrt. Ich habe eine große Weltkarte angestarrt, die bei uns im Klassenzimmer hing. Ich habe hier ein Bild von einem Globus gefunden, das sehr schön zeigt, was mich als Schüler damals so irritiert hat. Hier sehen wir Indien. Und wenn ich jetzt so ein bisschen rauszoome, dann kann man sehr gut erkennen, was mein kleines Schülerhirn damals so durcheinander gebracht hat. Wie will der Kolumbus denn nach Indien gekommen sein? Das China am Weg. Der muss doch geglaubt haben, in China zu sein. Japan könnte ich verstehen. Vietnam, Taiwan könnte ich alles verstehen. Aber Indien? Indien ist völlig unmöglich. Wie habe ich das Problem für mich dann gelöst? Ich habe mir einfach gesagt, wenn der Kolumbus, wenn der geglaubt hätte, in China zu sein, dann müssten die Indianer ja Chinesen heißen. Die heißen aber nicht Chinesen. Die heißen auch nicht Vietnamesen oder Taiwanesen oder Japaner. Die heißen Indianer. Also hat der Kolumbus geglaubt, in Indien zu sein. Wie auch immer der auf die Idee gekommen sein mag. Ja, ich weiß, der hat Marco Polo gelesen. Ich weiß, der hat gewusst, dass es China gibt. Aber der hat die Ureinwohner nun mal Indianer genannt. Also hat der geglaubt, in Indien zu sein. Und damit war das Problem für mich soweit erstmal erledigt. Bevor ich in die Schule kam, hätte ich so ein Problem noch anders gelöst. Ich hätte mir einen Erwachsenen gesucht, den ich hätte gefragt, wieso hat der denn geglaubt, in Indien zu sein? Wie kann der auf die Idee gekommen sein? Was ist denn hier los? Aber das hatte ich mir in der Schule längst abgewöhnt. Dabei hätte es mich eigentlich interessiert. Wenn ich drüber nachgedacht hätte, dann hätte mich doch interessiert, wieso hat der eigentlich die Indianer Indianer genannt, wo der doch gar nicht geglaubt haben kann, in Indien zu sein. Es hätte mich interessiert, aber darum geht es in der Schule nicht. Warum eigentlich nicht? Das ist so das Thema dieser Videoreihe. Warum ist das Bildungssystem so, wie es ist? Und ich will hier nicht so die einfachen Antworten geben. Die Lehrer sind schuld. Ja, was sollten die Lehrer denn tun? Was ganz konkret könnte irgendein Lehrer dagegen machen? Wenn man die Ideen, die Vorstellungen, die es da so gibt, zu Ende denkt, dann klappt das einfach alles nicht. Der Leistungsdruck ist schuld. Ja, was passiert, wenn wir den Leistungsdruck weglassen? Es haben doch so viele probiert. Und so richtig funktioniert, hat es nirgendwo. Wir müssen, glaube ich, das Thema wirklich mal ganz systematisch und ganz von vorn angehen. Das will ich mit dieser Reihe machen. Heute soll es nur darum gehen, wie ist das Bildungssystem jetzt? Wo sind die großen Schwachstellen, die großen Fehler? In den folgenden Videos dieser Serie geht es dann darum, wie ist es dazu gekommen? Dazu will ich mir die Entwicklung des Bildungssystems von der Antike bis heute angucken. Ich werde am Ende dieses Videos noch erklären, warum Kolumbus die Indianer Indianer nannte. Das weiß ich. Wie man das Bildungssystem verbessert, das weiß ich im Augenblick noch nicht. Dass ich hier schon fast 5 Minuten laber und noch nicht mal ein Intro gemacht habe, das weiß ich auch. Das Intro kommt in 3, 2, 1, jetzt.
Dass es viel Kritik am Bildungssystem gibt, ist klar, ist glaube ich allgemein bekannt. Es gibt aber auch, meine ich, so eine Übereinstimmung, dass doch recht viel Gutes dabei ist. Wenn wir uns das Bildungssystem so angucken, von der Grundschule bis zum Abitur haben Sprachen eine unglaublich hohe Priorität. Und Sprache braucht man eben. Man braucht die Muttersprache und Fremdsprachen sind auf jeden Fall ein Vorteil. Sprache ist Kommunikation und Kommunikation, das ist nun mal das Wichtigste im Leben. Und das Gleiche finden wir bei Mathematik. Von der Grundschule bis zum Abitur extrem wichtig in der Schule. Man sollte rechnen können, auch wenn man nicht Architekt werden will. Dass Architekten mit Mathe kein Problem haben sollten, versteht sich wohl von selbst. Man muss auch kein Akademiker werden. Wenn man im Supermarkt an der Kasse sitzt, sollte man rechnen können. Selbst wenn man Hilfsarbeiter ist, sollte man rechnen können. Oder Bauern, die müssen sowieso rechnen können. Die müssen ihre Düngemittel berechnen können, die müssen ihre Futtermittel berechnen können, die müssen ihre Ernteerträge berechnen können. Rechnen muss jeder. In jedem Beruf muss man rechnen können. Und wenn man tatsächlich nun irgendeinen Beruf findet, wo man keine Mathematik braucht, dann muss man zu Hause ja immer noch Miete zahlen. Es ist also extrem wichtig im Leben. Es wird also wohl niemand meckern, dass die Sprachen und die Mathematik diesen hohen Stellenwert in der Schule haben. Wenn wir dann in die höheren Klassenstufen kommen, widmet sich die Schule immer stärker der Berufsvorbereitung. Da geht es zum Beispiel um Naturwissenschaften. Naturwissenschaften braucht man, wenn man sich einen Beruf sucht, der etwas zu tun hat mit Elektrik, Elektronik, Mechanik zum Beispiel. Oder wenn man Mediziner werden will, Pharmazeut werden will, wenn man Chemiker werden will. Und auch wenn man irgendwelche Werkstoffe, was weiß ich, oder Waffen herstellen will, dann braucht man die Naturwissenschaften. Und natürlich braucht auch der Bauer hier wieder die Naturwissenschaften. Der muss sich mit seinen Düngemitteln auskennen, der muss also Ahnung von Chemie haben. Biologie braucht er sowieso, Tiere, Pflanzen, das ist quasi sein Beruf, aber er hat auch seine Maschinen und dann muss er sich eben auch mit Physik auskennen. Also der Landwirt, der sprichwörtlich dumme Bauer, der braucht die ganze Palette der Naturwissenschaften. Er muss sie vielleicht nicht beherrschen, aber er muss sie doch in Ansätzen wenigstens ausreichend kennen, um seinem Beruf nachgehen zu können. Aber wenn nun jemand was völlig anderes werden will, was weiß ich, Informatiker, Historiker, Theologe, auch dafür gibt es spezielle Fächer, die die Schüler auf diese Berufsbilder vorbereiten. Und dann gibt es noch Fächer, die das Bild so abrunden. Die schulen dann eben musische, sportliche, handwerkliche Fähigkeiten. Der erste Eindruck vom Bildungssystem ist also, man kann es gar nicht anders sagen, zumindest vom Fächerkanon her, ist es wirklich super, super gut aufgestellt. Ja, ich höre es schon. Langweilig, Lobhudelei. Und das stimmt. Es stimmt beides. Es ist langweilig. Und es ist Lobhudelei. Wir haben gesagt, im Bildungssystem spielt die Sprache eine große Rolle. Das ist gut für die Kommunikation. Wenn wir uns jetzt anschauen, ob gebildete Menschen wirklich besser kommunizieren können, dann kommen wir zu traurigen Ergebnissen. Erstens, Kommunikation ist natürlich primär nonverbale Kommunikation. Wer sich mit diesem Thema befasst, der weiß das. Aber darauf will ich jetzt gar nicht großartig eingehen. Wir konzentrieren uns hier mal auf die verbale Kommunikation, auf die Verständigung mittels Sprache. Und Verständigung, das macht es klar, es geht um Verstehen, es geht um die Fähigkeit, sich verständlich auszudrücken. Das heißt, sich so auszudrücken, dass der Adressat irgendeiner bestimmten Botschaft diese Botschaft auch empfängt. Und wer hat mit diesem Thema wirklich die allergrößten Probleme? Das sind Wissenschaftler. Nicht alle Wissenschaftler natürlich, es gibt viele Wissenschaftler, die können sich glasklar ausdrücken. Es ist ein Träumchen, denen zuzuhören. Aber es gibt Wissenschaftler, die haben eine Art, sich zu artikulieren, dass keine Sau versteht, was sie gerade ausdrücken wollen. Und man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, sie wissen es selbst nicht so genau. Und dabei geht es eben nicht darum, dass Laienwissenschaftler eben nicht verstehen.
Diese Wissenschaftler, die werden auch von Akademikern und Studenten einfach nicht verstanden. Auf das Thema komme ich nochmal in einem eigenen Video, deshalb will ich es hier auch gar nicht weiter ausdehnen. Wer es nicht glaubt, einfach mal eine Suchmaschine nehmen, Wissenschaftssprache, Verständlichkeit eingeben. Und wer darauf jetzt keine Lust hat, ich habe es für euch gemacht, ich verlinke euch ein paar interessante Artikel in der Videobeschreibung. Wir sind aber wahrscheinlich zum größten Teil keine akademischen Wissenschaftler und von diesem Kommunikationsproblem insofern kaum betroffen. Gebildete Menschen haben oft ein ganz anderes Problem. Gebildete deutsche Menschen sehen oft die deutsche Sprache im Untergang begriffen, bedroht durch schlechtes Deutsch. Die Trauergemeinde des sterbenden Genitivs steht da natürlich in der ersten Reihe. Aber andere Menschen haben andere Sorgen. Schlechten Satzbau oder Vereinfachung. Und ihr habt es vielleicht an meinem Tonfall gemerkt, ich nehme das Thema nicht so richtig ernst. Und da habe ich meine Gründe für. Ich will es mal am Beispiel von Vereinfachung erklären. In der Regel kann man aus der Verwendung von Vereinfachung nicht auf den Bildungsstand schließen. Eine Ausnahme, wenn jemand sagt, Meier, Tafel, dann ist er wahrscheinlich Lehrer. Aber wenn jemand sagt, Morgen, obwohl er guten Morgen meint, wenn jemand sagt, bin da, obwohl er ich bin da meint, dann kann man daraus nicht schlussfolgern, was für einen Schulabschluss er hat. Es geht bei der Kritik also kaum um die Vereinfachung als solche. Es geht eher um neue, um ungewohnte Vereinfachungen. Es geht bei Vereinfachung ganz objektiv und sachlich betrachtet um Sprachökonomie. Und um sich neue Vereinfachungen einfallen zu lassen, braucht man eine Sprachbeherrschung auf einem ziemlich hohen Niveau. Und da stellt sich doch die Frage, wie kann eine Sprachbeherrschung auf einem ziemlich hohen Niveau schlechtes Deutsch sein? Es geht hier also nicht um gut oder schlecht, es geht um ungewohnt. Es geht zum Beispiel um Jugendsprache, um eine Sprache, die sich junge Menschen ausdenken, um sich von älteren Menschen zu distanzieren. Im Idealfall sollen ältere Menschen Jugendsprache nicht einmal verstehen. Auf jeden Fall aber sollen ältere Menschen Jugendsprache nicht gut finden. Es ist im Klartext Sinn und Zweck von Jugendsprache, dass sie so einem alten Sack wie mir nicht gefallen soll. Wenn ich also Jugendsprache höre und sie nicht verstehe und oder nicht gut finde, dann wurde mit dieser Sprache genau das erreicht, was man erreichen wollte. Ja, und auch das ist Sprachbeherrschung. Die Frage ist doch eigentlich, was genau macht das gute Deutsch zum guten Deutsch? Die Kommunikationsfähigkeit ist es offensichtlich nicht und auch die Sprachbeherrschung ist es nicht. Es muss ja irgendetwas sein. Ist es vielleicht besser, genauer, exakter? Ist die Grammatik vielleicht besser? Um das zu überprüfen, habe ich mir was ausgedacht. Und zwar eine Aussage in zwei Varianten. Einmal in schlechtem Deutsch, einmal im guten Deutsch. Und im schlechten Deutsch lautet die Aussage, die Frau vom Bürgermeister. Wir wissen, Dativ gleich schlecht, weil man hätte ja den Genitiv, den Geliebten, verwenden müssen. Das mache ich in der guten Aussage und verbinde es noch mit gehobenem Deutsch und sage, die Gattin des Bürgermeisters. Und ich denke, gebildete Menschen werden mir zustimmen und sagen, die Gattin des Bürgermeisters, das ist auf jeden Fall besseres Deutsch als die Frau vom Bürgermeister. Und nun schauen wir uns beide Aussagen an und werden sie mal grammatikalisch analysieren. Beide beginnen mit die. Bestimmter Artikel weiblich Singular. Es geht also in beiden Aussagen um ein konkret beschriebenes, ganz bestimmtes weibliches Substantiv. Im schlechten Deutsch ist dieses Substantiv Frau. Und das ist ganz clever, weil Frau ein Oberbegriff ist. Es müsste hier eigentlich einen unbestimmten Artikel geben. Eine Frau.
Wir haben aber einen bestimmten Artikel und daher wissen wir an dieser Stelle schon, diese Frau wird durch den nun folgenden Kontext als etwas ganz Besonderes definiert. Weiter geht es mit vom, von dem, Dativ. Wir haben alle aufgepasst in der Schule, wir wissen, der Dativ drückt Zuordnung aus. Mit dem haben wir wieder einen Artikel, wieder einen bestimmten Artikel Singular, männlich in diesem Fall. Wir wissen also, was nun kommt, ist das männliche Substantiv, dem die Frau zugeordnet ist. Und das ist der Bürgermeister. Es geht also in dieser Aussage um die Frau, die sich von allen anderen Frauen dadurch unterscheidet, dass man sie als dem Bürgermeister zugehörig ansieht. Das ist vermutlich ziemlich genau das, was man ausdrücken wollte. Wenn man etwas anderes sagen wollte, wäre die Grammatik falsch. Wenn man aber genau das sagen wollte, dann ist die Grammatik hier korrekt. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf das gute Deutsch. Die hatten wir schon. Es geht weiter mit Gattin. Das ist interessanterweise eine Spezifizierung. Spezifizierungen dienen dem Zweck, dass man ein Substantiv durch eine bestimmte Eigenschaft von anderen ansonsten völlig gleichartigen Substantiven unterscheidet. Die Gattin ist eine verheiratete Frau. Es gibt also offensichtlich mehrere Frauen, die die Aussage dieses Satzes erfüllen und sie ist unter diesen Frauen die einzige, die verheiratet ist. Weiter geht es mit des. Hier haben wir den geliebten Genitiv. Ich ahne, dass einige feuchte Augen kriegen und die werden mir sicherlich zustimmen. Wir haben in der Schule alle wieder aufgepasst und wissen genau, der Genitiv drückt Besitz aus. Der Besitzer ist wieder der Bürgermeister. Die Aussage verrät uns also, dass es um die einzig verheiratete Frau geht, unter allen Frauen, die sich im Besitz des Bürgermeisters befinden. Wenn man genau das sagen wollte, ist die Grammatik in Ordnung. Wahrscheinlicher ist aber, dass man etwas anderes sagen wollte. Und wenn man etwas anderes sagen wollte, dann ist die Grammatik falsch. Das gute Deutsch ist grammatikalisch falsch. Ich glaube, jetzt brauchen wir erstmal alle einen kleinen Moment, um das sacken zu lassen. Nicht aufregen, ganz ruhig. Es wird alles wieder gut. Ich mache erstmal die Musik wieder schön. Na, das ist doch schon viel besser. Okay, wir haben festgestellt, das sogenannte schlechte Deutsch ist zum Kommunizieren besser geeignet als das gute Deutsch, aber das ist doch nicht verwunderlich. Im guten Deutsch, in dem, was wir gutes Deutsch nennen, da gibt es Fremdwörter, da gibt es Fachbegriffe, da gibt es komplexe grammatikalische Strukturen. Wir haben außerdem festgestellt, was die Sprachbeherrschung angeht, ist es egal, ob man das sogenannte gute oder das sogenannte schlechte Deutsch spricht. Sprachbeherrschung gibt es in beiden Varianten, aber das bedeutet doch auch im guten Deutsch kann man die Sprache beherrschen. Es gibt keine Regel, dass das schlechte Deutsch in diesem Punkt irgendwie überlegen wäre. Und nun haben wir sogar noch einen Fall gefunden, in dem die Grammatik im guten Deutsch falsch ist oder falsch sein kann. Es ist ja möglich, dass man sagen wollte, dass es um die einzig verheiratete Frau geht unter allen Frauen, die der Bürgermeister besitzt. Wahrscheinlicher ist aber, dass man sagen wollte, die Frau vom Bürgermeister. Und dass man es im Gegensatz zum schlechten Deutsch mit dem guten Deutsch einfach so nicht geschafft hat. Aber das ist nur ein Beispiel. Es bedeutet nicht, dass das gute Deutsch grundsätzlich grammatikalisch falsch ist. Es bedeutet nur, dass es nicht zwangsläufig richtig sein muss. Schauen wir uns doch mal ganz sachlich an, wie dieser Fehler entstanden sein kann. Ich habe dazu recherchiert und ich habe die Erfahrung gemacht, als Einstiegspunkt für eine Recherche ist Wikipedia wirklich die beste Adresse. Man kriegt da so einen Überblick, was man an Dokumenten, an Personen berücksichtigen muss oder erfährt zumindest, welche Personen, welche Dokumente
eine weitere Recherche erlauben oder wert sind. Was mir in diesem Fall passiert ist, das passiert mir allerdings relativ selten. Ich habe tatsächlich bei Wikipedia schon eine Erklärung oder einen Erklärungsansatz gefunden, der diesen Fehler in der deutschen Grammatik plausibel macht. Nämlich die sogenannte fruchtbringende Gesellschaft. Das war eine Sprachgesellschaft im 17. Jahrhundert und diese Sprachgesellschaft hat sich für bestimmte Fremdwörter, für die es noch kein deutsches Wort gab, deutsche Begriffe ausgedacht, zum Beispiel das Wort Bücherei für Bibliothek. Und auch für den Kasus hat sich diese Gesellschaft ein deutsches Wort ausgedacht, nämlich das Wort Fall. Und das verrät uns, schon im 17. Jahrhundert gab es Menschen, die sich auf einem recht akademischen Niveau mit deutscher Grammatik befasst haben. Versuchen wir mal, uns ins Weltbild des 17. Jahrhunderts zu versetzen. Es ist gut vorstellbar, dass damals die Ehefrau als Eigentum des Ehemanns betrachtet wurde. Und auch die Gattin hat eine andere Bedeutung. Die Gattin des Bürgermeisters ist die Ehefrau einer gehobenen Person. Die Spezifizierung unterscheidet sie also nicht von anderen Frauen des Bürgermeisters, sie unterscheidet sie von den Ehefrauen gewöhnlicher Menschen. Und schon ist die Grammatik korrekt. Und da braucht man nun wirklich nicht ins 17. Jahrhundert zu gehen. Vor 100 Jahren, ja vor 50 Jahren gab es in Deutschland auch noch genügend Menschen, deren Weltbild zu dieser Grammatik passte. Der Solmecke hat dazu mal ein ganz spannendes Video gemacht, wie sich das Verhältnis der Gesellschaft zur Frau in der letzten Zeit verändert hat. Und da geht er auf Dinge ein, die in der Bundesrepublik Deutschland noch vor relativ kurzer Zeit, als normal galten. Das ist wirklich ganz interessant. Ich verlinke das mal in der Videobeschreibung. Es ist also nicht lange her. Da war die Aussage, die Gattin des Bürgermeisters, noch korrekt, weil man gesagt hat, natürlich gehört die Frau dem Mann und natürlich ist die Gattin einer gehobenen Person etwas Besseres als eine normale Ehefrau. Warum wurde der Fehler nicht inzwischen korrigiert? Auch das lässt sich relativ leicht beantworten. Das Bildungssystem funktioniert ja so, dass ein Lehrer das lehrt, was er selbst von seinen Lehrern und Professoren irgendwann gelernt hat. Das ist ein sehr, sehr konservatives System. Was der Lehrer einmal gelernt hat, das wird er nicht aus eigenem Ermessen irgendwie ändern. Schon gar nicht, wenn es mit dem Lehrplan übereinstimmt. Und dieses System, das passt eben ganz einfach nicht zur Sprache, die sich ja permanent verändert. Sie ist ja lebendig, sie heißt ja lebendige Sprache, weil sie sich permanent verändert. Und sie verändert sich eben durch Dinge wie die Jugendsprache, durch Vereinfachungen oder eben auch durch Änderungen der Weltsicht. Und deshalb gibt es natürlich Konflikte zwischen der realen Sprache, die im Alltag gesprochen wird, und der Bildungssprache, wie man sie in der Schule lernt. Und so, meine Hypothese zumindest, entsteht die Wahrnehmung der Sprache, wie wir sie in der Realität überall erleben, als schlechtes Deutsch, weil sie der Sprache, die man in der Schule als ideales Deutsch gelernt hat, nicht entspricht und nicht entsprechen kann. Und das heißt, das schlechte Deutsch ist das progressive Deutsch, das ist die Zukunft. Das ist die Sprache, wie sie sich entwickelt. Jetzt bin ich aber, glaube ich, schon viel zu weit im Bereich der Ursachen. Das wollte ich in diesem Video gar nicht machen. Gehen wir lieber zum nächsten großen Themenfeld, zum Thema Mathematik. Es tut mir leid, ich muss die Musik jetzt erstmal wieder auf dramatisch stellen. Solange ich mich erinnern kann, gibt es im Bereich Mathematik zwei zentrale Probleme, die eigentlich paradox erscheinen. Zum einen haben wir einen extrem hohen Leistungsdruck, der viele Schüler überfordert. Zum anderen haben wir bei vielen Schülern extrem schlechte Leistungen. Deutschland wurde im Jahr 2000 bewusst, dass es da eine, jetzt Achtung, Bilderrätsel, Schieflage gibt. Ja, das war jetzt nicht so schwer zu erraten, die erste
OECD-PISA-Studie. Da ging es um Lesekompetenz, um Naturwissenschaften, aber eben auch um Mathematik. Der eine oder andere in Deutschland wird gehofft haben, dass wir da einen Spitzenplatz abräumen. Aber es kam anders. Es kam nicht nur schlimm, es kam schlimmer. Wir waren unterdurchschnittlich. Im Bereich Mathematik wurden von den getesteten Schülern in Deutschland 25% der Risikogruppe zugeordnet. Und getestet wurde in der Klassenstufe 9, also Altersstufe ca. 15. Und Risikogruppe, das bedeutet Grundschulniveau oder schlechter. Es bedeutet nur bedingt für eine Berufsausbildung geeignet. Das war ein Schock. Das war ein Schock für Deutschland und in der Folge wurde das Bildungssystem, gerade auch im Bereich Mathematik, reformiert. Und erfolgreich reformiert. In den folgenden PISA-Studien ging es für Deutschland bergauf. 2018 ging es mal wieder ein Stück runter, aber bei weitem nicht auf das 2000er Niveau. Und wir sind, wenn wir auch Mittelfeld sind, Mittelmaß sind, doch immer über dem Durchschnitt. Jetzt könnte man ja denken, das wäre der richtige Moment, um die Musik wieder auf romantisch zu stellen. Es gab allerdings Menschen, die waren da komplett anderer Meinung. Im Jahr 2017, also vor diesem kleinen Rückschlag im Jahr 2018, als alles noch super war, als alle Überprüfungen zeigten, dass wir permanent besser wurden, gab es einen Brandbrief von 130 Mathematiklehrern und Professoren, die beklagten, dass die Studienanfänger, die Erstsemester, deutliche Schwächen im Bereich Mathematik hatten, die diese Lehrer und Professoren auf die Änderungen, auf die Reformen im Unterricht zurückführten. Da ging es nicht nur um komplizierte und komplexe mathematische Themen, da ging es auch um Dinge wie Elementargeometrie oder Prozentrechnung. Allerdings stellte sich heraus, dass die Ursachenanalyse dieser Mathematiklehrer und Professoren nicht ganz solide war. Ich will es an einem Beispiel erklären. Es ging unter anderem um folgende Aufgabe: Um wie viel Prozent ändert sich der Flächeninhalt eines rechtwinkligen Dreiecks, wenn man eine Kathete um 20% verlängert und eine Kathete um 20% verkürzt? Nichts leichter als das. Ein rechtwinkliges Dreieck ist ein halbiertes Rechteck. Die Formel für den Flächeninhalt lautet also a mal b durch 2. Das entspricht also 100% und nun brauchen wir bloß ausrechnen, wie viel Prozent ist denn a mal 0,8 mal b mal 1,2 durch 2. Dann stellen wir das um. A mal b durch 2 kürzt sich weg. Und wir kommen für den Flächeninhalt des neuen Dreiecks auf die Formel 100 mal 0,8 mal 1,2 ist gleich 96%. Wer so richtig super gut in Mathe ist, der rechnet sowas im Kopf. Das Ergebnis? Von 72 geprüften Erstsemestern hatten nur 6 diese Aufgabe richtig. Das Problem: Wer das im Kopf rechnet, der kommt vielleicht auf 96% und achtet nicht auf das winzige Detail, dass hier nicht danach gefragt war, auf wie viel Prozent ändert sich die Fläche, sondern um wie viel Prozent. Man muss also noch 100 minus 96 rechnen und auf 4% kommen. Wie viele von den Erstsemestern 96 als Ergebnis angegeben haben, also gar kein mathematisches Problem hatten, das wird in dieser Studie gar nicht aufgeführt. Entscheidend ist natürlich auch, was war das für eine Situation? War das einfach mal so eine gechillte Abfrage, mal gucken, wie gut ihr seid? Oder war das so eine Prüfungssituation, dass die Studenten den Eindruck hatten, wie hier jetzt abschneide, das wird für mein gesamtes Studium entscheidend sein? Und damit sind wir beim zweiten wichtigen Thema, beim Thema Leistungsdruck. Und dieses Thema Leistungsdruck, das hängt nach meiner Auffassung auch eng zusammen mit den Akademikern, die massive Probleme im Bereich Mathematik haben. Die gibt es. Die gibt es aber nicht erst seit der PISA-Studie. Ich will zwei Beispiele nennen. Beispiel 1, mein Vater. Ich bin ja ein Arbeiterkind. Mein Vater war ein ganz normaler Arbeiter, aber abends saß er oft zu Hause und hat Lohnscheine geschrieben.
Das war nicht seine Aufgabe, das wäre die Aufgabe seiner Ingenieure gewesen. Aber bei den Lohnscheinen musste man Prozentrechnung machen und seine Ingenieure konnten das nicht. Also sie konnten das schon, aber sie haben eben sehr viele Fehler dabei gemacht. Er konnte das einfach besser als sie. Mag man sagen, die waren vielleicht nur clever und haben sich dumm gestellt, damit er ihre Arbeit macht, aber wie wahrscheinlich ist das? Die Möglichkeit, okay, will ich nicht von der Hand weisen. Deutlicher ist es beim zweiten Beispiel. Eine Firma hat eine Lotterie veranstaltet. Für bestimmte Leistungen auf Arbeit gab es Lose und mit diesen Losen konnte man dann Preise gewinnen. Und da waren richtig tolle Preise dabei, also Fernseher, Handys, Spielekonsolen und nur das Beste vom Besten, also richtig top. Und da gab es eine Studentin der Betriebswirtschaft, die dort neben ihrem Studium noch gearbeitet hat. Und diese Studentin hat sich geweigert, an der Lotterie teilzunehmen. Mit der Begründung, die Chance auf einen Gewinn sei geringer als die Chance auf einen Sechser im Lotto. Nun wurde ihr gesagt, damit die Gewinnchance geringer sein kann, überhaupt theoretisch, als die Gewinnchance auf einen Sechser im Lotto, müsste es für jeden Preis ca. 14 Millionen Lose geben. Das hat sie aber nicht beeindruckt, sie blieb bei ihrem Standpunkt und sagte, sie hat das nachgerechnet, sie hat die Formel aus dem Internet. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, diese Formel diente der Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass sie alle Preise gewinnt. Wieso etwas passieren kann, verstehen wir, wenn wir uns Mathe mal näher angucken. Es gibt kein anderes Fach, in dem die Lehrinhalte so aufeinander aufbauen. In der Grundstufe lernt man das kleine 1x1, das große 1x1, die Grundrechenarten, positive, negative Zahlen und damit hat man schon die gesamte Basis der Mathematik. Wer damit ein Problem hat, der hat in Mathe immer ein Problem. Und dann kommen die rationalen Zahlen, die Brüche. Und der Bruch, das ist im Grunde die einfachste Struktur einer Formel. Das ist die Grundform der Formel. Und die Formel wird die Essenz von Mathematik sein, bis hin zum Abitur. Wer hier irgendwie den Faden verliert, der ist raus. Der könnte eigentlich zu Hause bleiben. Und von diesen Schülern, die hier den Anschluss verlieren, wo der Lehrer dann irgendwann sagt, wir müssen weiter im Lehrplan, wir haben jetzt nicht die Zeit, denen das auch noch beizubringen, dann können die es eben einfach nicht, gibt es zwei Gruppen. Es gibt zum einen eine Gruppe, die ist einfach wirklich raus. Die werden Mathe bis zum Schluss ihrer Schulzeit nie irgendwie können. Und es gibt eine zweite Gruppe. Und diese zweite Gruppe sagt, hey, Moment mal, ich brauche hier doch bloß Formeln auswendig lernen, Zahlen einsetzen, ausrechnen, fertig. Ich brauche das doch nicht verstehen. Ich brauche bloß wissen, woher kriege ich die Formel, wofür ist sie gut. Das muss ich behalten bis zur nächsten Prüfung, vielleicht bis zum Ende des Jahres und dann kann ich den ganzen Quatsch wieder vergessen. Und je früher ein Schüler beginnt, mit dieser Methode zu arbeiten, umso mehr Routine wird er darin haben, umso besser wird es sein. Er wird Spitzennoten in Mathe haben, weil er Mathe eben nicht kann. Wer auf die eine oder die andere Art den Anschluss in Mathe verpasst hat, ist in Zukunft kein Problem mehr. Die einen lernen es sowieso nie, die anderen lernen alles ziemlich schnell. Problematisch werden können eigentlich nur Schüler, die den Anschluss noch nicht verpasst haben. Nehmen wir mal als Beispiel binomische Formeln. Gucken wir sie uns an, die basieren alle auf der Gleichung Klammer auf, a plus b, Klammer zu, mal, Klammer auf, C plus D, Klammer zu und beschreiben da so drei spezifische Sonderfälle. Wenn ein Schüler mathematisch begabt ist, dann kann es passieren, er guckt sich diese binomischen Formeln an und sagt, wozu? Wozu brauche ich hier Formeln, wenn ich das brauche? Das kann ich doch ableiten, das ist doch sowas von easy. Was wird ein Lehrer darauf antworten? Er wird ihm sagen, manche sind eben nicht so gut in Mathe, die brauchen dann die Formeln, die können das nicht im Kopf. Und dann kann es passieren, dass sich dieser begabte Schüler die erste binomische Formel anguckt und sagt, Moment mal, ich habe hier eine Ausgangsgleichung. Da habe ich zwei Additionen und eine Multiplikation. Und ich wandle die um in eine Formel, in der ich zwei Additionen, zwei Multiplikationen
und zwei Potenzrechnungen habe. Das ist doch viel komplexer. Wofür ist das gut? Und vielleicht, sagt dann der Lehrer, naja, das braucht man eben in der höheren Mathematik, wenn man zum Beispiel mit Logarithmen rechnet. Und dann könnte es passieren, dass der Schüler ein bisschen so einen weinerlichen Tonfall kriegt und sagt, aber wann sollte jemand, der in Mathe so schlecht ist, dass er diese Formel nicht mal im Kopf ableiten kann, mit Logarithmen rechnen? Und der Lehrer kriegt vielleicht auch so einen weinerlichen Tonfall und sagt, hör doch bitte, bitte auf, drüber nachzudenken. Lern es einfach auswendig. Du wirst das sowieso nie wieder im Leben brauchen. Und was Lehrer sagen, stimmt. Wir lernen in der Schule Sinusberechnungen, Cosinusberechnungen, Tangensberechnungen, Cotangensberechnungen, Logarithmenberechnungen, Vektorenberechnungen und was weiß ich noch für Berechnungen. Und die allermeisten dieser Berechnungen werden die allermeisten Schüler niemals in ihrem ganzen Leben brauchen. Was man braucht, was jeder braucht, das sind die Grundrechenarten. Das sind die natürlichen und die rationalen Zahlen. Das sind Prozentrechnungen bestenfalls. Es sind all die Dinge, die wir vielen Schülern nicht beibringen können, weil wir sonst den Stoff nicht schaffen würden. Es ist, als würde man ein Haus bauen und das Fundament nicht fertig machen, weil man ja noch so viele Stockwerke vorhat. Und die Krönung. Die Schüler, die diese Formeln in ihrem Beruf irgendwann mal wirklich brauchen werden, die werden sie in ihrer Ausbildung oder in ihrem Studium nochmal von der Pike auf lernen. Denn wenn man so eine Formel im Beruf braucht, dann muss man sie wirklich verstehen, dann muss man sie wirklich beherrschen. Und das verlangt in der Schule ja niemand. Die einzige Ausnahme sind vielleicht Mathelehrer. Mathelehrer müssen alle Formeln, die sie unterrichten, kennen. Und bei der Masse an Lehrstoff kann es durchaus sein, dass der eine oder andere Lehrer die eine oder andere Formel selbst nicht richtig versteht. Das ist wirklich bei der Menge auch überhaupt nicht zu verlangen. Vor allem aber muss ein Mathelehrer nicht zwingend wissen, wie genau jede einzelne Formel in der Praxis angewendet wird. Nehmen wir als Beispiel Vektorenberechnung. Vektorenberechnung, die braucht ganz sicher ein Architekt. Oder wer zum Beispiel die Grafik für 3D-Computerspiele entwickelt, der muss sich auch mit Vektorenberechnung auskennen. Von einem Mathelehrer kann man nun aber nicht verlangen, dass er sich noch mit Architektur oder mit Programmierung befasst, nur damit er die praktische Anwendung von Vektorenberechnung seinen Schülern nahebringen kann. Aber ansonsten gilt, was man im Beruf braucht, das lernt man auch. Man lernt es spätestens, wenn man es immer und immer wieder braucht. Man merkt ja, wozu man es braucht, man weiß, wie man es anwendet und das sitzt. Wir brauchen nur an den Satz des Pythagoras denken. Das kann heute noch fast jeder im Schlaf. Und warum? Weil wir es im Geometrieunterricht immer und immer wieder gebraucht haben. Für den konkreten Fall der ersten binomischen Formel, die ich hier genannt habe, habe ich ein Anwendungsbeispiel gefunden, das ich im Anschluss oder am Ende dieses Videos dann nochmal nennen werde. Denn so ein praktisches Anwendungsbeispiel, das hilft einfach unheimlich beim Lernen. Ob das jetzt aber ein Konzept ist, um wirklich den Mathematikunterricht zu reformieren, das weiß ich nicht. Mit einer Frage habe ich mich jetzt aber überhaupt noch nicht auseinandergesetzt. Wo kommt denn eigentlich der Leistungsdruck her? Im Mathematikunterricht geht es hauptsächlich um Formeln. Formeln sind im Prinzip Handlungsanweisungen. Man muss einfach Variablen durch Zahlen ersetzen, dann rechnet man das ganze Ding aus. Fertig, man kann Probleme lösen, von denen man nicht den Hauch einer Ahnung haben muss. Natürlich geht es im Mathematikunterricht auch um sowas wie Formeln umstellen oder herleiten. Wenn man mathematisch begabt ist, ist das nicht das große Kino. Was kompliziert ist, das ist das Erlernen von Formeln, die man nicht nachvollziehen kann und deren Anwendung man sich einfach nicht vorstellen kann. Das ist, als würde man ein Gedicht in einer Fremdsprache lernen. Und bei dem Bild will ich gleich mal bleiben. Man kann sich also vorstellen, man hat ein Gedicht in einer Fremdsprache gelernt und 14 Tage später muss man es vortragen. Und dann ist erstmal wieder gut mit diesem Gedicht. Dann kommt das nächste Gedicht und man hat ja parallel noch andere Fächer.
mit ähnlich komplexen Aufgaben. Das Gedicht gerät total in Vergessenheit, bis am Ende des Jahres die Prüfung vor der Tür stehen. Und plötzlich wird einem bewusst, es könnte passieren, dass ausgerechnet dieses Gedicht noch einmal abverlangt wird. Oder irgendein anderes der Gedichte, die man in diesem Schuljahr irgendwann einmal gelernt und dann gleich wieder vergessen hat. Und am Ende der Schulzeit, dann kommt die Abschlussprüfung und dann hat man das gleiche Problem mit allen Gedichten, die man irgendwann in seiner ganzen Schulzeit gelernt hat. Man kann sich da vielleicht vorstellen, unter welchem Druck die Schüler stehen. Man kann sich vielleicht auch vorstellen, wie die Schüler mit diesem Druck umgehen. Und wer sich das nicht vorstellen kann, der braucht sich ja nur an die eigenen Prüfungen zu erinnern. Wie man alte Lehrbücher, alte Hefte nochmal vorgeholt hat, durchgelesen hat und nur gehofft hat, hoffentlich kommt genau das dran, was ich kann. Ja, und dann sind die Prüfungen vorbei. Alles gut gelaufen, man hat gut abgeschnitten, jetzt kann die Karriere beginnen, jetzt geht man an die Universität. Und als erstes muss man dort einen Mathe-Test machen und da wird sich zeigen, was die Schule wirklich geleistet hat. Der Professor oder die Professorin denkt sich, meine Erstsemester, die sind jetzt 13 Jahre lang intensiv in Mathe ausgebildet worden, die müssten das ja im Schlaf beherrschen. Ja, dann guckt man sich die Ergebnisse an und dann fasst man den Entschluss, sich mit 129 anderen Lehrern und Professoren zusammenzutun und einen Brandbrief zu schreiben. Wo liegt das Problem? Für Mathelehrer und Professoren ist Mathematik eben Mathematik. Für viele Schüler ist Mathematik das, was sie als Mathematik gelernt haben. Formeln, in die man Zahlen einsetzt und die man dann einfach ausrechnet. Wenn man sich mit dem Thema befasst, führt im Augenblick, glaube ich, kein Weg an dem Interview der Süddeutschen Zeitung mit Ranga Yogeshwar vorbei. Mathe wird für Prüfungszwecke missbraucht. In diesem Interview sagt Yogeshwar, wenn man Spaß hat, lernt man. Zumindest bei mir ist das so. Wir müssen Schüler für die Schönheit der Mathematik begeistern. Die Antwort, die er darauf erhält, ist nur in Fragen des Schönheit. Die Vorstellung, dass Mathematik schön sein kann, ist, glaube ich, in unserem Land, in unserer Gesellschaft nicht sehr weit verbreitet. Den Link zum Interview setze ich mit in die Videobeschreibung und jetzt mache ich erstmal wieder eine andere Mucke an und dann erkläre ich, warum ich jetzt nicht gleich mit Lösungsvorschlägen um die Ecke komme, sondern sage, wir müssen uns erstmal die historische Entwicklung angucken. Wir haben in unserem Bildungssystem zwei grundsätzliche Ideen. Das ist zum einen die Vorstellung, durch Fleiß zum Erfolg zu kommen und zum anderen die Chancengleichheit. Wenn man nur fleißig lernt, dann sollen einem alle Türen offen stehen. Unabhängig von der Herkunft, unabhängig vom Vermögen, unabhängig von der Veranlagung. Es soll keinen Grund geben, dass irgendjemand sagen könnte, irgendeinen Beruf kann ich gar nicht ergreifen, weil ich eben nicht die Eltern habe, nicht das Geld habe oder nicht die Fähigkeiten habe. Fleiß wird in der Schule höher bewertet als Fähigkeit. Das merkt man, wenn irgendein Schüler, irgendeine Schülerin eine Aufgabe spielend löst, an der alle anderen zu knabbern haben. Dann sagt man nicht, wow, was für ein Genie, was für eine tolle Leistung. Man sagt, naja, dem fliegt das ja auch zu oder naja, die kann das eben. Das ist abfällig. Und wer das nicht wahrhaben will, der braucht sich bloß angucken, welche Rolle künstlerische oder sportliche Fächer in der Schule spielen. Die gelten als unwichtig. Denn man kann in Sport nun mal keine Eins haben, wenn man nicht sportlich ist. Und man kann in Musik keine Eins haben, wenn man nicht musikalisch ist. Man kann fleißig sein, wie man will, in diesen Fächern. Kann man die Realität nicht mit Fleiß übertünchen. Und solche Fächer sind natürlich wichtig. Künstlerische Fächer sind für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig. Sport ist für die Gesundheit wichtig, für die Lebenserwartung. Was könnte denn wichtiger sein? Und wenn nun jemand sagt, ja, in der Schule geht es aber in erster Linie um die Karriere, dann kann ich nur sagen, wenn ich mich irgendwo bewerbe und meine Bewerbung ist ästhetisch auf einem richtig hohen Level, dann habe ich doch auch viel bessere Chancen auf einen richtig gut bezahlten Job.
Und wenn ich gut in Sport bin, dann bin ich doch viel belastbarer. Und nebenbei sehe ich in der Regel auch noch irgendwie attraktiver aus. Auch Image ist für viele Firmen halt ein Thema. Also wenn es um richtige Spitzenjobs geht, dann wird ein guter Chef, eine gute Chefin sicher auch einen Blick auf künstlerische und sportliche Fächer haben. Das Problem ist wirklich nur, dass man die Noten nicht großartig durch Fleiß manipulieren kann. Und ich könnte da jetzt argumentieren und Veränderungen fordern. Es würde überhaupt nichts bringen. Denn in jedem Konzept, in dem die Veranlagung wirklich mit einer Rolle spielt, würde über jedem Schüler seine individuelle Veranlagung wie so ein Damoklesschwert hängen und vielleicht seine Karriere gefährden. Und weil es jeden Schüler betreffen würde, könnte man wohl nur sehr wenige für eine solche Idee begeistern, von den Eltern mal ganz zu schweigen. Und weil das so ist, habe ich eben auch sehr vieles ausgelassen. Im Bereich Sprache bin ich zum Beispiel auf Rhetorik überhaupt nicht eingegangen. Auch auf die Naturwissenschaften bin ich gar nicht eingegangen. Aber wir würden ja doch immer wieder zum gleichen Ergebnis kommen. Wer Physik studieren will, der muss das Hebelgesetz kennen. Wenn man das nicht kennt, dann kann man eben sowas werden wie Bauarbeiter. Und was macht so ein Bauarbeiter, wenn er einen Hammer in die Hand nimmt? Er wendet das Hebelgesetz an. Er braucht dafür nicht wissen, wie es heißt, er braucht nicht wissen, wer es irgendwann zum ersten Mal aufgeschrieben hat. Für ihn ist nur wichtig, wie man es anwendet. Das gleiche ist es beim Bauern. Der hat natürlich mit Düngemitteln zu tun, aber der rührt das Zeug ja nicht selber an. Der muss wissen, wo er es herbekommt und wie es wirkt. Der hat mit Tieren und Pflanzen zu tun, aber es ist für ihn doch vollkommen gleichgültig, wie so eine Pflanzenzelle aufgebaut ist und wie die einzelnen Bestandteile heißen. Das braucht er im Alltag nie. Ich könnte das Video also noch stundenlang fortsetzen, das werde ich aber nicht tun. Man lernt in der Schule vieles, was die meisten niemals brauchen werden. Und man lernt in der Schule vieles nicht, was die meisten niemals brauchen werden. Und der Bezug zwischen Leistungsfähigkeit und Zensur, der ist doch sehr, sehr, sehr gering. Es gibt also eine große Zahl von Problemen im Bildungssystem. Und wenn sich dieses Video irgendjemand anschaut, dem das nicht klar ist, und wenn ich bis jetzt immer noch nicht erreichen konnte, dass es ihm klar wird, was sollte ich dann in den nächsten Stunden noch erreichen können? Der Zweck des Videos war, den Ist-Zustand zu zeigen und zu zeigen, dass es sich auch lohnt, mal in die Details zu gehen, sich das Ganze sachlich und objektiv anzugucken, dass es sich auch lohnt, mal die Perspektive zu wechseln. Ich will eben einfach mal nicht damit beginnen, eine Ursache zu nennen. Ich will nicht damit beginnen, einen Schuldigen zu benennen. Für viele sind ja immer die Lehrer schuld, aber ich kann es nur immer wiederholen. Was genau sollte ein Lehrer tun? Was sollte er machen? Er kann den Lehrplan nicht einfach ändern. Und er kann nicht einfach sagen, okay, ich unterrichte die Schüler nicht mehr so, wie es die Eltern erwarten. Ich habe nicht mehr die Karriere der Schüler als erste Priorität. Man wird nicht Lehrer, weil man etwas gut findet, was objektiv schlecht ist. Man wird Lehrer normalerweise aus Idealismus. Man will seinen Schülern ja nichts Schlechtes, im Gegenteil, man will ihnen Wissen vermitteln und man will ihnen einen möglichst perfekten Start ins Leben ermöglichen. Ich denke, die allermeisten Lehrer starten in ihrem Beruf schon mit einem gewissen Idealismus. Dieser Idealismus mag sich nach ein paar Monaten Arbeit schon erledigt haben, weil er an der Realität einfach scheitert. Aber dafür können doch die Lehrer nicht. Die Idee des Lehrens, das ist einfach eine Naturidee. Auch die Tiere bringen ihrem Nachwuchs ja Sachen bei, die der Nachwuchs zum Überleben braucht. Und auch bei den Menschen hat Bildung nicht dort angefangen, wo wir es normalerweise sehen in der griechischen Antike. Schon bei den Sumerern im 4. Jahrtausend vor Christus hat man Schulen nachgewiesen, in denen Lesen, Schreiben, Rechnen unterrichtet wurde. Von diesen Sumerern gibt es übrigens eine wunderbare Mathematikfabel, die ich hier im Anschluss bei dem, ich nenne es mal Bonusmaterial, dann noch erzählen werde. Aber die Betrachtung der Entwicklung oder der Geschichte unseres Bildungssystems, die fange ich im nächsten Video dieser Reihe trotzdem in der griechischen Antike an, einfach weil diese Entwicklung bis zur griechischen Antike chronologisch dokumentiert ist.
Die Quellenlage mag manchmal dürftig sein, aber es sind Quellen vorhanden. Ich kann allerdings schon sagen, es wird eine Weile dauern, bis dieses zweite Video dieser Reihe kommen wird. Wenn dieses Video Mängel hat, das bitte ich zu entschuldigen, ich lerne das noch. Und das ist auch eine ganz wichtige Aussage, Kritik am Bildungssystem, das heißt nicht Kritik am Lernen an sich. Kritik an der Wissenschaft heißt nicht Kritik am Schaffen von Wissen an sich, im Gegenteil. Und das ist vielleicht das treffendste Schlusswort für dieses Video, das mir einfallen konnte. Ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über Likes, über Teilen, über alles Mögliche, über die Glocke und was es nicht alles gibt. Und jetzt kommt noch das Bonusmaterial. Bonusmaterial Nummer 1 ist eine jahrtausende alte mathematische Fabel der Sumere. Die Fabel vom klugen Wolf und den 9 dummen Wölfen. Ich erzähle sie mal in meinen Worten nach. Es waren einmal 9 dumme Wölfe, die gingen auf die Jagd und haben 10 Schafe gerissen. Sie schleppten ihre Beute nach Hause und zählten die Schafe durch und dann sagten sie: Ei, 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 ei. 9 Wölfe, 10 Schafe. 10 Schafe, 9 Wölfe. Wie kann man sowas jetzt nur gerecht aufteilen? Sie grübelten und grübelten und kamen zu keiner Lösung, doch zum Glück wussten sie, dass ein kluger Wolf in der Nähe wohnt. Und so nahmen sie ihre 10 Schafe und gingen zum klugen Wolf. Sie klopften an seine Tür und sagten: Hey, kluger Wolf, wir haben ein Problem. Wir sind 9 Wölfe und wir haben 10 Schafe. Wie können wir diese 10 Schafe denn gerecht unter uns aufteilen? Der kluge Wolf öffnete ihn und sagte: Mathe. Mathe, Kinder, ihr müsst Mathe lernen. Schaut uns an. Ich bin ein Wolf. Ihr seid 9 Wölfe. Dort sind 10 Schafe. Ich bekomme 9 Schafe. 1 plus 9 macht 10. Ihr bekommt 1 Schaf, 9 plus 1 macht auch 10. Und schon ist alles gerecht geteilt. Mathe, Kinder, ihr müsst einfach Mathe lernen. Ich finde diese Fabel wirklich großartig. Man lernt nicht nur, dass 1 plus 9 das gleiche ist wie 9 plus 1. Man lernt auch, dass einem das Wissen herzlich wenig nutzt, wenn man es nicht begreift. Bonusmaterial Nummer 2, ein Partytrick. Man ist bei einer Party, aber es ist keine gute Party. Alle sitzen nur gelangweilt rum und man macht sich Gedanken, wie könnte ich jetzt ein bisschen hier die Stimmung auflockern. Und plötzlich hat man die Idee und sagt: Hey, nenn mir doch mal eine zweistellige Zahl. Nehmen wir zum Beispiel 54. Das Quartal von 54 ist 2916. Boah, wie kann man denn sowas so schnell im Kopf berechnen? Sagen die Leute oder sie sagen: Was bist du denn für ein Nerd? Egal, irgendjemand wird schon begeistert sein und sagen: Mach nochmal. Mach mal mit 36. Das ist 1296. War ein bisschen eine blöde Wahl. Bin ich ein bisschen ins Stolpern gekommen. Aber wie mache ich das? Ich mache das mit einem Trick. Und dieser Trick heißt erste binomische Formel. Er funktioniert wie folgt. Jede zweistellige Zahl hat eine Zehner- und eine Einerstelle. 54 ist also 50 plus 4, 36 ist 30 plus 6. Dann machen wir jetzt Klammer drum und bilden die Potenz und schon erkennen wir die Basis der ersten binomischen Formel. A plus B zum Quadrat ist gleich A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Ich fange immer bei 2AB an, das bei 54
4 mal 50 gleich 200 mal 2 gleich 400. Bei 36 bin ich ein kleines bisschen ins Schleudern gekommen. Da hätte ich wohl mal besser die zweite binomische Formel genommen, 40 minus 4, aber ich habe die erste genommen. Und 30 mal 6 ist 180 mal 2 ist 360. Das merken wir uns erstmal. Dann machen wir a². Bei 50 ist das 2500, bei 30 ist es 900. Und nun machen wir noch b². Das ist bei 54 16 und bei 36 36. Und jetzt müssen wir nur noch addieren. Wenn man das regelmäßig macht, dann wird man richtig hammerschnell da drin. Ich habe das eine ganze Weile nicht gemacht, deshalb hatte ich auch den kleinen Hänger. Ich bin mir auch sicher, dass viele Mathelehrer das schon gekannt haben. Aber ich finde schon, dass es eine beeindruckende Anwendung ist für so eine binomische Formel und dass es wirklich nützlich ist zum Üben und zum Begreifen, wozu so eine binomische Formel eigentlich gut ist. Und nun kommt noch das Bonusmaterial Nummer 3, die Frage, mit der alles begann. Warum hat denn eigentlich der Kolumbus die Indianer Indianer genannt? Er hat ja, wie man weiß, Marco Polo gelesen, er wusste also, dass es China gibt. Hat er nun wirklich geglaubt, in Indien zu sein? Jein, würde ich mal sagen. Es war nämlich wie folgt, wir müssen da mal in die griechische Antike zurückgehen und bei Alexander dem Großen beginnen. Der ist ja auf Eroberungsfeldzug gegangen und er ist auch nach Asien gekommen und dort ist er bis Indien gekommen. Ich vermute mal, daher wusste man bis Indien Bescheid. Es kann auch schon älter gewesen sein, da gab es die Perser und zwischen Persern und Griechen gab es auch Austausch. Bis Indien wusste man auf jeden Fall, die Länder, die es da so gibt. Man wusste auch, dass es hinter Indien noch andere Länder gibt. Es gab ja schon die Seidenstraße in der Antike. Nur diese Länder, die nannte man der Einfachheit halber eben auch Indien. Zum Beispiel India Superior. Oberindien, das war ein südlicher Teil von China. So zumindest war die Bezeichnung im 15. Jahrhundert in der Zeit Kolumbus. Und so kam es, dass Kolumbus zwar darüber sprach, in Indien gelandet zu sein, aber meinte, in China gelandet zu sein. Und er hatte sogar sehr konkrete Vorstellungen, in welcher Stadt, auf welcher Insel er sich da befindet. Mit dieser Vorstellung befand er sich natürlich im Irrtum, das wissen wir heute. Aber wir befinden uns im Irrtum, wenn wir glauben, Kolumbus habe wirklich geglaubt, in Indien zu sein, also in dem Indien, das wir heute als Indien kennen. Die Zeit ändert so vieles. Und Zeit, das ist ein gutes Stichwort. Wie ich gerade sehe, ist dieses Video nun schon fast eine Stunde lang geworden. Es ist an der Zeit, zum Ende zu kommen. Die Geschichte von Kolumbus kann uns gezeigt haben, dass es wirklich sinnvoll ist, nicht immer die erstbeste, die einfachste Lösung zu wählen. Die einfachste Lösung war hier, Kolumbus hat die Indianer Indianer genannt, also muss er geglaubt haben, in Indien zu sein und kann nicht geglaubt haben, in China zu sein. Es kostet ein bisschen Recherche und man kommt dahinter, wie es wirklich war. Wenn man merkt, dass irgendwas nicht stimmt, dann lohnt es sich, einfach mal zu recherchieren. Ich kann im Augenblick noch nicht sagen, was als nächstes kommen wird, welches Video als nächstes kommen wird, zu welchem Themenbereich ein Video kommen wird. Was ich mit Sicherheit sagen kann, das nächste Video wird mit Sicherheit nicht so lang wie dieses. Und es wird auch noch nicht das zweite Video dieser Reihe sein. Es wird vielleicht ein Reaction-Video sein, also so ein Reaction-Ersatz-Video. Es wird vielleicht wieder ein Video zum Thema Wissenschaftstheorie sein. Möglicherweise auch irgendein altes, antikes Buch in einer alten Übersetzung, was ich hier vorlese. Ich kann es noch nicht sagen. Lasst euch einfach überraschen. Für heute mache ich wirklich Schluss. Macht euch noch einen schönen Tag. Bis bald.